Hallo und herzlich willkommen hier. Weitere Folge hier. Hier auf dem Marsch. Ja. Einsteigen. Wir fahren mal. Wo sind die Anhänger? Ach, hab sie nicht angehängt. Den Milchanhänger holen. Ihr wollt Milch wegfahren. Und sie fährt das Wasser her. Und da muss ich nicht verkaufen. Unser Gras ist noch nicht voll ausgereift, ne? Also oder? Ne, das kann noch ein bisschen, das kann noch ein bisschen mehr. Wir wollen ja ein bisschen mehr, ne? Wahrscheinlich morgen, übermorgen. Morgen vielleicht. Dann fürs Heu. Oh, das fährt sich schlecht. Oh, das ist noch schlechter. So. Ja. Gib mal Gas, ne? Muss ja. Ich wünsche mal einen schönen Samstag, ne? Ja. Das laufende Projekt heißt jetzt Kühe im Schlachthof bringen. Und Stelle entsprechend näher abzureisen. Aber die wichtigen Sachen müssen noch weggefahren werden. Das ist zum einen Milch, die Gülle und der Mist. Den Rest vom Mist. Also, das soll die BGA verarbeiten. Ne? Böse Geräusche. Auf geht's. Von Innensicht. Hat der Glauben an ihr vergessen? Innensicht C. Ja, ich müsste noch viele Felder kaufen, das wäre auch ganz wichtig, aber es ist Zeit. Geht's nicht. Polen sind einfach zu hoch und Mars-Mission möchte ich aktuell nicht machen, das muss man eigentlich nicht. Das hätte ich getan. Weil wir auch noch Gras-Mission, also Gras-Ernte für unser Engbedarf machen müssen, ist das jetzt zweitrangig. Vielleicht können wir mit Ernte machen und so, wenn wir da Luft haben. Da muss ich einiges umgestalten. Zwecks Wäsche. Das ist zumindest das gleiche Schneidwerk haben. Mal gucken, ob das dieses Mod wirklich für das entsprechend einstellen kann. 327 Meter. Dann können wir bei den großen Fällen mit Verband arbeiten oder wir machen zwei Fälle auf einmal. Das ginge auch. Die haben noch keine Milch, die sind noch erst ein Vierteljahr alt. Aber im Stall werden die als eine Kuh angesehen. Das gut ist. Weil jetzt fleischmäßig, das bringt ja eine erwachsene Kuh mehr Milch. Aber ich will ja nicht cheaten, ne? Guck, was unser Feld so bringt. Bin ja nicht neugierig, aber doch ein bisschen. pH-Wert ist schlecht. Wieso? Warum? Dort nicht gekalkt? Wenn ihr alles selber macht, nicht? Aber wir können eh nichts tun, ansonsten der Rest ist okay. Kann auch sein, dass es durch den Wachstum weggegangen ist, ne? Möglicherweise. 1, 2, 3. Hier ein bisschen Mist liegt noch. Wir knallen noch eine BGA rein und dann geht das schon.
Dann wollen wir gucken, dass wir eine Produktion finden für Schrot, Kreideschrot. Wäre nicht schlecht. Und dann könnten wir die Schweine besser versorgen, ne? Mit Kraftfutter, ne? Auch die Kühe. Kühe ist ja so ein Futterbeschwang nicht schlecht, aber für 500 ist das schon eine andere Ausnahme. Ne? Vollgas, Vollgas. Kann die Molkerei weiterarbeiten? Verkaufen wir mit demnächst was. Locker eine Million verdient, denke ich mal. Quark, Vollmilch, Sahne, Butter. Butter, ja, ne. Butter. Da will ich Montag nochmal einkaufen fahren. War noch ein Angebot gewesen. 4 Stück für 2,20, glaube ich. Muss ich Not einkaufen, also Not einfrieren. Dann auch die gute. Aber für 20. Wir haben mal für 1,20 gekauft oder für 1 Euro. Was wir da haben an Güter. Ich sehe gerade Quark, nicht viel da. Was hat gefehlt? Die Milch. Doch, ist aber schon gut ausgeladen worden. Also, LKW kriegen wir voll. Hat das mit auslagern? Okay. Müsst ihr mal ändern, weil wenn die Produktion was braucht, die brauchen kein Quark mehr. Und mal halt die Mängel, die ich von niemandem brauche, ne? Also für diese Worte halt. Muss ich mal einstellen. Aber erst verkaufen sowieso immer alles und Geld haben. Hochplantage müsst ihr immer ein Feld zulegen oder irgendwo aufstellen. Aber provisorisch ist auch blöd. Weil das wieder weggerissen werden muss und auch Verluste. LKW mit 100. Ich habe 106 eingestellt, falls er mit Auto reif fährt, dass er nicht so schnell fährt. Blitze haben wir hier nicht, aber wie gesagt, dann ist er mit verkehrstechnisch mit Kurven und so. Ne? Normale Kurve wird das kein Problem bringen, aber eine Kurve zu eng ist. Man kann zwar einstellen mit Kurven langsamer fahren, aber wenn auch normale Fahrzeuge hast, die sind nicht mehr, ne? Vor 60. So. Der zügig, ne? Aufmachen, Junge. Geht automatisch. Ja, zum Glück ein langes Wochenende. Wird man ja im Dezember noch wieder ein Feiertag. Der 8. müsste auch ein Dienstag sein. Mal schauen. Mal kein Zwickeltag, glaube ich nicht. Aktuell eine Tarifverhandlung, da ist auch Richtung Streik, Warnstreik, am meisten einigen. Die haben auch ihre Kinder gestreikt.
machen wir nichts vor. Auch die Betriebe, na gut, dann machen sie dicht, das kann sein. Ne? Also, wenn das im Ausland dann deutlich günstiger ist, dann gehen sie in den Ausland. Also, dann ist mit Abbau nichts alleine getan. Die es teuer ist, die gehen sowieso. BASF habe ich schon gelesen, die gehen nach China. In der Kunststoffproduktion. Weil schlichtweg die Gaspreise oder Energiepreise hier so teuer sind. Da müssen die Grünen wieder in die Steinzeit zurückgehen. Denn ohne Kunststoff läuft auch nichts. Ne? Leider ist das so. Wenn wir nichts vormachen, ist so. Das kann ja keiner wollen. Ne? Wer will das schon? Ich meine, ich würde mir auch vorstellen, dass ich Plastikflaschen verzichten würde. Was für Glasflaschen nehmen würde. Aber wenn ich Glasflaschen schleppen soll, dann ist doch, da überlege ich doch schon, sagt nee. Obwohl ich aktuell keine Flaschen kaufe. Müsste aber eigentlich welche zukaufen. Mal 6 Stück oder mal 12, mal eine Reserve. Freitag war mal für 10 Minuten ungefähr Stromausfall. Da war es mal in der Firma dunkel. Komplett. Und zu Hause auch. Also da habe ich gesehen, die Geräte, die jetzt mit Strom, also die blinkten dann halt, ne? Musste wieder aktivieren. Oder einstellen. Also war das schon ein bisschen größer gewesen. Und wenn die Wasserkraftwerke keinen Strom haben, und kein Wasser durch die Leitung, dann ist das schon eher ein Problemchen, ne? Weil ich ja so nichts mehr da habe. Cola kaufe ich keine mehr. Ruf schon seit 8 Wochen keine getrunken. Bei der Arbeit trinke ich jetzt Kaffee. Mit Milch, aber ohne Zucker. Zucker darf ich nicht. Wo Kaffee schon länger Zeit nur das Zucker trinke, wie gesagt, Cola ist aber sehr stark zuckerhaltig und das ist. Die andere Cola, mir die zuckerfreie, die schmeckt unglaublich. Dann verzichte ich komplett drauf. Also. Das ist so. Dann mache ich ohne. Es war ja so, eine Firma haben sie ja so eine 0,33er Flaschen. Da haben sie den Preis erhöht auf 1,60. Ist schon sehr teuer. Laden kriegst du immer noch für, weiß ich gar nicht mehr, 2 Euro oder so. Da hast du ja mal die 2 Liter Flasche. Ich habe gerade gesehen H, L. Ja. Der automatisch umgeschaltet. Beobachten, ne? Doch wenn die Milch jetzt da ist, dann müsste ich der verkaufen. Aha. Jetzt haben wir einen Elder. Seht ihr nicht so? Dann N. Nee, doch, da seht ihr es. Aha. Aha. Hängen sie den nicht. Da bin ich gerade da. Ja, warum bin ich in der rechten Ecke? Weil die Kamera so ist. Ich möchte gerne reinschauen ins Spiel und nicht raus. Also rein optisch. Darum geht das in die Richtung. Sonst würde ich ja die andere Richtung gucken, das wäre ja blöd. Meiner Meinung nach. Immer zum Spiel rein. Für die Rückbahn wäre das blöd. Weil dann müsste ich ja die andere Seite machen, dann komme ich die Tür nicht mehr raus. Wenn ich mal kurz raus will, dann machen wir wieder L, Leerlauf. Ah, okay.
schaltet er, also wenn der Tank leer ist, in anderen Modus. Mal gucken. Arschhaltung. Würde ich meinen, ne? Egal. Müsste ich mal einige Folgen reinschauen, aber und dann eine Folge finden mit LKW-Fahrer ist immer schwierig. Ne? Ist ja auch nicht richtig. Laufen muss er. Aber er fährt schnell und stabil auf der Straße anscheinend. Wenn man jetzt eiern muss mit Lenkung und so, dann ist das natürlich blöd. Jetzt fahren wir in der Mitte. Mein Auto meckert immer, wenn ich ein bisschen weiter links fahre. Da wäre kein Gegenverkehr. Ich fahre nicht in der Mitte von der Straße, so ist das nicht, aber von der Spur fahre ich dann doch Tendenz eher nach links als nach rechts. Bei den schmalen Straßen ist eh nicht viel zu variieren, ne? Links, rechts. Haben wir viel Milch da. Wir haben noch viel Milch. Wir müssen heute nicht alles fahren. Also ich fahre noch die Ladung fahre ich noch. Den Rest halt ja, später nicht. Kann ich doch automatisch einstellen. Ich müsste ja zwei Sachen einstellen, ne? Also mal den Bohr. So. Stellen wir hier ab. Nehmen wir den Traktor. Traktor. Aber Milch und für. Ich muss ja so drunter löschen. Kursblechkurse. So. Das ist so. Ich muss ja die Milch. Gülle einfahren. So, mal gucken, wie es aussieht. Ja, kann man so fahren. Und da kommen. Wo sind wir fein justieren? Irgendwie schon schaut, das sollte schon vorher gewesen sein. Das mache ich dann morgen. Das Kurs einfahren. Und dann gehen die Stelle sowieso weg. Da muss ich Kurs wieder löschen. Ein bisschen aufwendig, aber es geht. Tschüss, ciao. Bis nächstes Mal. Tschüss. Aber alles selbst fahren ist ein bisschen zu aufwendig. Bis nächstes Mal. Tschüss.